Herzlich willkommen im Kulinarischen Kompetenzzentrum. Heute machen wir eine süße Waffel und zwar mit einem Waffelrührteig. Dazu brauchen wir Butter, die Zimmertemperatur hat, dann Eier, die auch Zimmertemperatur haben. Das ist ganz wichtig für die Emulsion. Die haben wir getrennt, einmal in Eigelbe, einmal in Eiklar. Dann brauchen wir Mehl, Weizenmehl Typ 405, frische Vanille, Bourbon-Vanille, Zucker, eine kleine Prise Salz und ein bisschen Backpulver. Los geht's. Was ich gerade bei den Zutaten noch vergessen habe, ist lauwarme Milch. Die steht hier am Herd. Die kommt nachher in die Masse rein. Die Hälfte vom Zucker machen wir jetzt hier mit rein in die Buttermasse. Und die andere Hälfte brauchen wir nachher zum Schlagen vom Eischnee. Frische Vanille. Hier empfehle ich Bourbon-Vanille. Die wird längs aufgeschlitzt, damit wir dann das Fruchtmark aus der Schote rausschaben können. Kleine Prise Meersalz noch dazu. Überall, wo Zucker reinkommt, kommt auch eine ganz kleine Prise Salz. Das hebt den Eigengeschmack. Die Butter wird jetzt so einfach erstmal schaumig gerührt. Wenn die Butter so schaumig gerührt ist wie die, das heißt, die wird relativ weiß, dann ist es genau richtig. Haben wir jetzt schon ein bisschen Luft drin und die ist schön cremig. Durch die schrittweise Einarbeitung der Eigelbe entsteht so eine wunderschöne, homogene Eigelb-Buttermasse. Nach der Buttermasse kommt jetzt der Eischnee dran. Das Eiklar mit dem restlichen Zucker zu Schnee schlagen. Hier auch darauf achten, den Eischnee erstmal zu entzehen. Das heißt, nicht zu schnell am Anfang. Es wird ein bisschen Luft eingearbeitet und das Eiweiß wird vorbereitet, um den Zucker aufnehmen zu können. Der fertige Eischnee kommt jetzt hier in die Masse bei relativ niedriger Stufe. Wird mehr oder weniger mehr untergehoben wie untergeschlagen. Der Waffelteig ist fertig, wenn wir eine wunderschöne homogene Waffelmasse haben. Das Waffeleisen ist jetzt aufgeheizt. Wir haben hier eine grüne Leuchtdiode, das heißt, es kann losgehen. Ganz kurz ein bisschen ausfetten. So, so ein halber Schöpfer ungefähr. Und rein. Und jetzt backt die Waffe ganz von alleine. Nur warten, bis das Licht wieder grün ist. Und dann ist die erste schon fertig. Lässt sich super schön lösen. Packen wir gleich noch zwei, drei Stück. So, Lille. Zumachen und backen. Wunderbar. Wunderschön heiße, frische Vanillewaffel. Noch ein bisschen frischen Puderzucker drüber, zack, und die Kaffeetafel ist gedeckt, frisch aus dem Waffeleisen. In diesem Sinne, viel Spaß beim Nachbacken, guten Appetit, bis zum nächsten Mal.